ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان رب الأعلى. سبحان رب الأعلى. سبحان رب الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله والصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر مسيح الدجال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Das war das Fajr-Gebet, das aus zwei Rakats besteht. Jeweils in jedem Rakat gibt es ein Stehen mit der Rezitation der Fatiha, gibt es eine Verbeugung, gibt es jeweils zwei Niederwerfungen, das heißt mit dem Gesicht auf dem Boden, ein Zwischensitzen und im letzten Rakat hebt man den Finger und macht die entsprechenden Bittgebete. Das war das Morgengebet. Ich zeige euch nur die Pflichtgebete, damit ihr erstmal das Notwendigste wisst. Den Rest lernt man später, ansonsten ist es zu viel Information. Jetzt kommt das Mittagsgebet. Das Mittagsgebet fängt an mit der dritten Gebetszeit, die man auf dem Kalender sieht. Die dritte Gebetszeit, die man auf dem Kalender sieht, und hört auf mit der vierten Gebetszeit. Die vierte Gebetszeit ist das Nachmittagsgebet. Das Mittagsgebet nennt man Adh-Dhuhr. Das Mittagsgebet nennt man Adh-Dhuhr. Und es hört auf mit dem Nachmittagsgebet Al-Asr. Ja? Das Mittagsgebet geht folgendermaßen. Man fängt wieder an, sagt, nicht damit wir das schön, damit ihr es gut seht. Allahu Akbar. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Und jetzt ist die Kira'a, die Lesung des Korans, leise. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ich gehe mit dem Kopf nur etwas näher ran, damit ihr es in dem Mikrofon besser hört. Ja? A'udhu billahi minash shaitanir. Allahu Akbar. Alle Kommandos leise. Allahu Akbar.
الله أكبر. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. ثم نرى من نحمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي العلى، سبحان ربي العلى، سبحان ربي العلى، سبحان ربي العلى. الله أكبر. Allahu Akbar. So, jetzt bin ich hier angekommen. Das Mittagsgebet besteht aus vier Rakat. Vier Gebetseinheiten jeweils mit dem zwei Sujud, mit dem einen Ruku, mit der einen Verbeugung. Jetzt sitze ich hier, nachdem ich zwei Sujud gemacht habe, und ich stehe nicht sofort wieder auf, sondern nach dem zweiten Rakat mache ich folgendes. At-tahiyyatu lillahi. والصلوات والطيبات السلام على النبي على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Wenn ich jetzt hier angekommen bin, brauche ich nicht mehr weiterzumachen, Allahumma salli ala Muhammad, sondern was mache ich? Ich sage Allahu Akbar und gehe nach oben. Und wenn ich jetzt oben angekommen bin zum dritten Rakat, hebe ich die Hände und tue sie hier drauf. Manche machen auch so, sie sind hier bei dem Tahiyyat. At-tahiyyatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Und sie sagen dann Allahu Akbar und heben die Hände hier im Sitzen schon. Ja? Aber es gibt eine, ich habe einen Hadith gefunden, Majmu' Fatawa von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, der eher darauf hindeutet, dass man sagt Allahu Akbar und die Hände dann hier. Aber diese Angelegenheit ist breit. Okay, jetzt bin ich im dritten Rakat. Was mache ich wieder? Genau dasselbe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. Allahu Akbar. Jetzt stehe ich auch zum vierten Rakat, weil das Dhuhr-Gebet, das Mittagsgebet, aus vier Rakat besteht. Allahu Akbar. So, jetzt habe ich gerade den zweiten Sujud gemacht, den vierten Rakat.
was mache ich jetzt, wenn ich im dritten oder vierten Rakat reinkomme? Das Morgengebet besteht aus 2 Rakat, das Mittagsgebet besteht aus 4 Rakat, das Nachmittagsgebet aus 4 Rakat, wobei sowohl das Mittags- auch als das Nachmittagsgebet, das Nachmittagsgebet ist die 4. Zeit auf dem Gebetsplan, alles leise zitiert wird, während beim Morgengebet die Fatiha und die Sure laut rezitiert wird. Ansonsten ist alles leise. Ja? Die Fatiha wird laut zitiert, wenn man alleine zu Hause betet, oder der Imam betet laut vor einem und man betet hinter ihm leise mit. Jetzt bin ich im 4. Rakat am Ende angekommen. 4. Rakat. Was mache ich jetzt? Jetzt gibt es eine andere Sitzung im 3. und 4. Rakat. Das Abendgebet